Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu What the Fuck, warum verschiebt sich der Aufnahme wieder? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, The Broken Story im Hauptspiel. Ihr fragt euch jetzt, wo bin ich hier? Keine Angst, ihr habt nicht viel offscreen verpasst. Ich habe wieder mit Darkrai geredet, dann gab es eine komische Cutscene, in der er uns dann erklärt hat, dass es einen gar nicht verraten hat, sondern Fang spielen wollte. Und dann waren wir auf einmal hier in einer Welt, die anscheinend von Missing No regiert wird. Hier war der Beginn also. Ja, und hier sind jetzt legendäre Pokémon unter der Kontrolle von Missing No. Sache ist die, ich habe eigentlich schon ein bisschen weiter gespielt gehabt, aber jetzt zumindest einen Vorteil hat's. Ich habe endlich das Problem, dass manche Musiken nicht funktioniert haben, gelöst. So zum Beispiel alle, die hier im Finale genutzt wurden. Deswegen nehme ich jetzt nochmal auf. Daher weiß ich auch jetzt schon, was passiert, auch wenn ich sagen muss, es ist merkwürdig und ich mag es ehrlich gesagt bisher nicht wirklich. Wir können dich nicht vorbeilassen. Wir müssen uns erst besiegen. Aber es wird nicht leicht. Scheinlich, wir können nicht vorbei und kämpfen wäre sinnlos, weil unsere Kraft dann schwächt und wir sonst nicht gegen die verglitschte dunkle Macht kämpfen. Das finde ich. Ich habe mich schon übel gefreut, dass es ein dunkle Machtkampf gibt. Gibt's aber gar nicht offensichtlich. Jedenfalls nicht bis an der Stelle, an der ich war, und ich bin mir sehr sicher, dass ich nur wenige Sekunden vorm Endboss war. Hier ist jetzt aus dem Armin-Team. Auf uns drei ist Verlass. Wir heißen Go Get Us Out. Nee, flinke Freunde klingt besser. Jetzt ignoriert uns nicht. Ah, was mache ich hier? Ich bin übrigens ein Mensch. Shiggys große Klappe hat sie alle verwirrt und sie treten natürlich einen Schritt nach vorne. Ich weiß nicht, was gerade war, aber danke. Los, Anton, wir gehen weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten. Ey, komm zurück. Ey, wir sind dein Gegner. Okay. Jo, hey, Leute, wir sind's. Hallo, kommt ja auch mal danke, ho, Lydia. Dieses Mal werdet ihr nicht so einfach hier vorbeikommen. Anton, ich hab ne Idee, folgt mir einfach. Die Szene ist so dumm! Ich hab ne Idee, okay, wir laufen durch. Es ergibt keinen Sinn. Panflam und Kanimani, Alter. Vor allem, die sind krass drauf. Die sind so krass drauf, die beiden. Was ist passiert? Shengyin Haiyang Song Han, das ist Shishi. Was ist das? Wer seid ihr? Und warum sprecht ihr irgendwie Japanisch oder so? Wir sind Team Flame! Sus! Chiha! Was für ein Chiha! Kotzangin! Ja. Warum müssen wir nochmal Wache halten? Hier kommt eh niemand vorbei! Bist du behindert? Soll ich dich ein bisschen abkühlen? Jetzt haben wir zu streiten, seht ihr nicht, dass wir Gäste haben? Scheinbar, ich glaube, hier kommen wir nicht so einfach vorbei, weil jetzt sicher kein anderes Retterteam auftaucht. Oh, Überraschung, ich hab dich gefunden. Du bist der Typ, der mir meinen Freund weggenommen hat. Nicht wahr, Groudon? Übrigens, ich werd Fragezeichen mehr aus deinen Klauen retten, entern. Da ist er gleich eine Rückblende. Lass uns das benutzen. Fragezeichen hatte Groudon besiegt und ist aus der Welt verschwunden und hier ist daraufhin verglitscht und jetzt bin ich hier. Hä? Mein armer Kopf, du musst das bis zum Schluss aufheben. Ich kenne mich.
Also ich habe gehört, dass die Musik eine Medley von Final Dungeons ist, aber das hier ist keine Final Dungeon Musik, ich kenne die alle. Kenn mich überhaupt nicht mehr aus, was ist falsch? Das war sehr effektiv, letztes Mal waren hier die Namen anders. Jetzt auch zu Missing No. Mit ganz, ganz komischer Kamerafahrt. Übrigens, hey, da sind Kaninagi bzw. Nagi-Sensei und Itsuna. Aus Nagi-Sensei's Super Mystery Dungeon Let's Play. Kaninagi ist, für was es euch interessiert, auch ein YouTuber, Streamer meistens eher. Und ja, ein bisschen mehr Fame als ich, auch wenn wir dasselbe Main-Pokémon hier haben. Du willst uns allein aufhalten? Du hast sehr allein, ich bin Nagi. Und ich bin Itsuna, wir sind in dieser Welt gekommen, um die dunkle Materie aufzuhalten. Und es ist uns gelungen, damit Pokémon zu retten. Aber jetzt kommt ihr und wollt wieder unsere Welt ins Chaos stürzen. Das finde ich nicht gut. Warum glaubt ihr, wir können uns schlagen? Naja, ihr habt die Welt nie verlassen. Daher kenne ich so ein paar Tricks. Also macht ihr ja was gefasst. Ah ja, ich bin nicht Günther, ich bin anderer LPA, wie gesagt. Leicht mehr Fame als ich, glaube 6.500 Abos oder so. Fast genauso viel. Moin, wir sind auch noch da, falls es euch interessiert. Ich beherrsche die Zerrwelt, Mois. Also Leute, willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Heute zusammen mit Revinzeit, Hashtag LostClan. Ich meine natürlich, lass uns hier durchgehen, wie bei den anderen Legendären. Nee, das klappt nicht so einfach. Jetzt kommt sicher kein, noch nicht, noch ein Retterteam. Verdammt, wir sind so weit gekommen, was machen wir nur? Oh, Überraschung, noch ein Retterteam, Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Ja, okay, was auch immer. Warum fordert ihr uns da raus? Ich will einfach nur schlafen. Warum habe ich keine Macht über sie und warum kenne ich sie nicht? Ich bin das Pokémon von Raum. Du existierst in unserer Welt nicht. Aber du hast uns zurück zu unseren Freunden gebracht. Das geht gar nicht. Ja, offensichtlich schon, ne? Und wenn du hier irgendwen rennen willst, geht's auch. Los, Leute. Scheint, das ist unsere Chance. Laufen wir einfach an die Alter vorbei. Aber ich kann euch beruhigen. Jetzt kommen nicht noch Reshiram, Zekrom und Kyurem. Und dann Xerneas, Yveltal und Zygarde, so wie ich's beim ersten Mal erwartet hatte. Jetzt kommen zigtausend verschiedene Steine. Entons Face. Wir laufen hier jetzt ungefähr 30 Sekunden über eine gerade sandige Ebene. Fragt mich nicht warum. Und dann treffen wir mal ein paar gescheide Leute. Also, morgen jetzt. Sieht man das? Moin Leute! Günther, Lord Ecke, Bisasam, Hydropi und Latias. Eine Frage, wo zum Fick ist Floink eigentlich hin? Und warum ist Hydropi jetzt hier? Hydropi war doch beim ersten Mal überhaupt nicht im Team. Sind wir auf einmal auf einem anderen Stand der Geschichte? Nee, das ist mit meiner Geschichte in keiner Form vereinbar. Es gibt keinen Zeitpunkt in meiner Geschichte, der nach der ersten Geschichte spielt. Nee, es gibt allgemein keinen Zeitpunkt, in dem Latias, Lord Ecke, Günther und Bisasam und dann auch noch Hydropi alle gleichzeitig im Team sind. Es gibt keinen Zeitpunkt, vor allem wenn Floink nicht da ist. Ihr habt längst verloren, ihr werdet vollständig, ihr könnt nichts dagegen tun. Wir werden nicht ja verlieren. Gebt doch auf! Was wollt ihr nur zwei erreichen? Was wollt ihr zwei nur erreichen? Ich bin der Gott der Pokémon!
durch Sera entstanden ist. Jetzt ist übrigens endlich mal Zeit, und durch jeden Fehler, den ihr gemacht habt im Leben, durch alles, das bin ich erst geboren worden. Und doch versucht ihr, mich aufzuhalten. Ja? Scheinux, pass auf! Anton! Wo ist Anton hin? Er ist tot! Ja, wieder umgebracht! Scheinux ist vor Trauer zusammengebrochen, weil er Anton so lange gekannt hat. Tut mir leid, ich hätte bei ihr leben sollen. Also mich brauchst. Glaubst du das wirklich, Scheinux? Hä? Ich war auch tot. Bei dem Zitat lass ich's jetzt. Ich war auch tot. Hey, das stimmt schon, als du tot warst, konntest du in dieser Dimension wiederbelebt werden. Alter, ich hab jetzt schon vergessen, wie ich den vorhin noch gesprochen hab. Aber diese Dimension basiert nicht mehr auf deiner. Das bedeutet, dein Freund ist tot. Muhahahaha. Du fieser Glitschhafen, dafür kriegst du auf die Fresse. Du willst das gleiche Schicksal ein. Ja, denke nicht. Moin, ich bin's Hasmiro, habt ihr alles vorbereitet? Ja, mein Lieblingscharakter im ganzen Spiel kommt, wenn ich jemand mal hab. Du weißt, wie wichtig das ist, richtig? Hey, ich kann reden! Ich glaube, du weißt nicht, wie wichtig das ist. Hey, ich kann reden! Ja, das war ja der Flascho-King. Hey, ich kann reden! Jetzt kommen ein paar Sekunden Black-Green, dann sehen wir hinten Arctos, Zapdos, Lavados. Wamanos, Schmadados. Ihr seid nur Anfänger, warum seid ihr so krass? Man lernt halt nie aus, und mit einem Team wie uns kann man nur Glück haben. Ja, Narren, denkt ihr, es würde wirklich. Es ist so einfach. Diese, oh mein Gott, Macht durchströmt meinen ganzen Körper. Glumanda und Endivir sind am Verrecken. Soll es jetzt wirklich alles umsonst gewesen sein, die Gründung vom Redder-Team und Aufträge und ohne dass ich jemals rausgefunden habe, warum ich ein Pokémon geworden bin? Nein, ich kann nicht. Ich habe gehört, dass die Musik sich jetzt nochmal ändern soll, aber ich habe jetzt auf jeden Fall jede Musik drin. Geht nicht auf. Ich nehme das jetzt auch nicht nochmal auf. Eigentlich sollte hier jetzt anscheinend Lifelight aus Smash Bros. Spielen. Wir sind Pokepackt, unsere Zukunft strahlt hell, Alter. Das stimmt, also eben, Shiggy. Ich verstehe dich. Weil ich bin hier jetzt auch mal der vierte Mensch im Bunde. Okay. Lass uns zeigen, dass wir nicht nur Anfänger sind. Also Lifelight spielt hier jetzt offensichtlich nicht. Ja, lol. Er verarscht uns, er konnte schon von Anfang an Deutsch! Also in Englisch, nein, warte, jetzt gibt's auf die. Jetzt gibt's hier so zack, zack, Respekt, Schelle, bam! Fuck! Ja, Mann. Moin. Wir haben so lange gewartet, um wieder vereint zu sein. Ey, ich hab euch unterschätzt, aber ihr seid trotzdem schon kacke.
Fragezeichen, man. Tut mir leid, Mario. Alles, was ich wollte, ist sich wiedersehen. Wie können die nur so krass sein? Wir können doch nicht, Mann. Ich kann fast nicht mehr atmen. Moin, Ibim. Ich bin da, Dragon Joe Ibims. Ja, die Stimme will ich mir jetzt ein, ist das. Ja, moin, ich bin's, Fragezeichen Man, lang nicht gesehen. Moin, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ach nee, ich lad ja nur alle drei Monate einzug. Na ja, und schon lass es auch da. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Missing, und du bist eine Missing Geburt. Das hier war übrigens jetzt die Stelle, an der ich die letzte Aufnahme beendet habe. Du hast mich ausgetrickt, so in meiner Welt dadurch geschickt, und ich dachte, diese Welt sei mit meinem Verschwingen, und ich verstehe diesen Text auch beim zweiten Mal nicht. Du hast mir vorgemacht, dass das alles nur eine Simulation ist. Am Anfang habe ich so geglaubt, aber... Nee. Du kannst mein Gehirn und meine Seele vorklauen, ne? Aber ich bin trotzdem krasser Junge. Hast du ja selber erkannt, deswegen hast du mich einen Weg finden lassen, Chillas wiederzufinden. Damit du mich in Dragon Joke in der Falle lernen kannst, aber war halt schon krass, zu krass für dich. Das kenne ich übrigens nicht mehr. Also hast du verloren. Er hat alles von Anfang bis jetzt geplant, mich gequält, um dich zu beseitigen, damit niemand ihn mehr aufhalten kann. Ja, ich weiß nur nicht, warum ausgerechnet ich den Schlüssel zur Rettung sein soll. Ich auch nicht. Du naiver Tempel. Alter, richtiger Tempel. Er zögert, hat er wirklich Angst vor Mark? Denk so wirklich, du bist so krass, dass der rumpuckt, was? Ich mach dich wie eine Fliege kaputt. Okay, ohne Fliegenklatsche. Oh mein Gott, war der schlecht. Leute, zeigen wir ihnen, was hier los ist. Okay. Wer kommt hier? Ich bekomme langsam die Macht von ihrem Raum. Langsam fange ich an, in ihrer Welt zu existieren. Hahaha. Wir können nichts mehr machen, wenn sie es schaffen. Das heißt, sie können uns einfach ausrotten. Okay, das ist natürlich kacke. Wir sind tot. Können wir nichts dagegen tun? Ja, warum warten wir nicht auf ein anderes Team? Ganz zufällig. Das ist euer Ende. Moin, ist es richtig hier? Ich weiß nicht, ob hier ein perfekter Apfel ist. Willst du mich verarschen? Ich wusste, der hat uns reingelegt. Ich will euch zwar nicht stören, aber ihr stört gerade die Vernichtung von dem Retterteam da mit eurer Anwesenheit. Oh, sorry. Wo war ich? Ja, meinst du irgendjemanden wie das, Jagger? Ja. Ich hoffe, man hört den Staubsauger nicht so sehr. Ich habe eine Idee. Ihr guckt nach perfekten Äpfeln. Ja. Alter, wenn hier gleich jemand reinkommt, ich raste so aus. Weil die haben hier voll viele und wollen uns keine geben. Was zum Beklaber? Also, warum sollten wir? Okay, dann holen wir sie uns. Was hast du getan? Die Gilde, Alter. Neue Meute. Ah. Können das vielleicht noch mehr Leute sein? Ich kenne die nicht mal alle.
So viele Räder-Teams auf einem Haufen ergeben nicht mal Sinn. Warum stehen sie auf einmal alle in der zweiten Reihe? Sind nicht nur Retterteams, es sind auch andere Pokémon. Scheiß Staubsauger. Wir sind sogar Cats. Lucario. Ich hab Simsalano nie so gesehen. Naja, sein Vorbild steht direkt neben. Einen Moment. Sorry. Darf ich weitermachen? Denkt ihr, ihr lächerlicher Haufen an Dummiesel können mich besiegen? Was ist los? Ich meinte alle, nicht nur dich. Aus See, Weltal. Shaman, Trikefalo, Magneta, Heizo, Biris, what the fuck machst du hier? Vor allem du, die Zubiris da, da steht 80 Zubiris. Ja, Zwirfins fehlt natürlich auch noch. Wer steht vor Zwirfins? Oh, ja klar. Da hinten. Ja, ich erkenne so ziemlich jeden. Obwohl, wer steht. Okay, da wie sich Lor. Untere Reihe links neben Rabigator. Nee, das sagt mir nix. Und die linke Reihe verstehe ich jetzt nicht, was die mit Mystery Dungeon zu tun haben. Kann das eigentlich noch länger dauern? Mal im Ernst, das dauert mir echt ein bisschen lang, ohne dass ich speichern kann. Ich hoffe, ich muss den Boss jetzt nicht auch noch hier machen. Das wäre richtig scheiße. Dann dauert das so unnötig lang. Ich hab Augen im Kopf. Natürlich können wir das. Wir sind jetzt da. Sind da gerade einfach noch mehr Pokémon gespawnt? Was ist mit der Kamera? Ah ja, die anderen Teams von gerade eben. Die sind gerade noch gekommen. Diesmal geht's zumindest schneller. Können da vielleicht noch mehr sein? Willst du mich eigentlich verarschen? Bitte sag mir, dass ich die alle im Team hab für einen finalen Bosskampf. Ich muss ja wohl noch eine Möglichkeit zu saven kriegen vom Endboss. Die würde ich dann auch mehr als nutzen. Ah, da unten steht auch mal, stehen zwei Floinks, auch wenn keins davon das Richtige ist. Sogar die dunkle Materie, selbst die dunkle Materie hilft, wo denn? Ja, ich spüre es nämlich, dass sie auch nicht will, dass unsere Welt vernichtet wird. Wo zum Fick ist die dunkle Materie? Wieso bin ich der Schlüssel in diesem Kampf? Weiß ich nicht. Das habe ich, was die anderen nicht haben. Abonnent fällt auf den Boden. Was? Das ist doch unmöglich. Macht euch auf euren Untergang gefasst. Es wird nichts gehen, was euch noch jetzt retten kann. Das werden wir ja sehen. Leute, Angriffe bitte nicht. Nein. Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Du hast ernsthaft gedacht,
Na, Haufen lauter Pokémon. Nur Krakelo ist laut. Ich hab nicht mal was gespürt. Schon geiler Plan. Das heißt, richtig, ich habe jeden umgebracht und verpiss dich. Alle. Tut mir leid, ich hab versagt. Warum genau lebt der noch? Nee, irgendwie ja nicht. Hä, was? Du hast seine Schwachstelle rausgefunden. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Du konntest nicht sterben. Warte. Du kannst ihn besiegen. Fragezeichen, wenn du lebst. Ja. Ich habe eine Zukunftsvision. Deswegen, ja, Smash Bros. Like. Mach dir nichts aus. Seemops! Die Vision könnten wir zu unserem Vorteil nutzen, ne? Es ist eine Chance von 0 zu 1,5. Ja, klasse. Naja, selbst wenn wir nicht die Zukunft sehen können, wir wissen bereits die Antwort. Hä? Wir müssen nur Shinnok zu Missing Hall bringen. Er ist der Schlüssel zum Sieg. Aber warum ist hier ein Shiggy-Bild? Hä, Baldur ist jetzt auf einmal Krebskorps wegen Discord. Nee, auf dem Discord ist er. Wo? Wo ist ein. Oder bist du. Ich weiß gar nicht, ob Baldur auf dem Discord ein Krebskorps ist. Ah ja, doch, das ist der Discord. Das ist der Discord. Wer ist sonst ein Seemops? Die Idee ist so dumm, dass ihr jetzt alle umbringt. Warte mal, Günther. Baldur hat da einen Punkt als Shinnok mal Zatschelas zurückgebracht. Also Pixel Match bringt das Missing No Work, aber. Hä? Ja, Shinnok muss diese Schicksale allein oder einen Weg nach draußen finden. Das heißt also, entweder sterbe ich und werde diese Welt oder lebe und lass Missing No überleben. Ich weiß, was zu tun ist. 11 Minuten später. Noch ein Drink? Wow. Wie viele Minuten war ich weg? 30 Sekunden. Hast du dich entschieden? Ja. Okay, dann lass uns sich zu Missing No bringen. Wie weit der bitte meine legendären Pokémon besiegen? Go! Rennt weiter, für so eine Gelegenheit habe ich gewartet. Was passiert hier? Da bist du ja, Anton. Irgendwie muss ich es durchmachen. Das sind nur Trugerscheinungen. Missing No will uns dort einreden. Sie sehen nur echt aus, um uns aufzuhalten. Was sollen wir machen? Das sind so viele, so gelangt Shinnok nie zu Missing No. Ich will zu einem Safe Point! 3, 2, 1, los, Shinnok. Ich bin überrascht, da soll irgendjemand so ein bisher gekommen. Doch ich hab schlechte Nachrichten, egal wie sehr du dich angestrengt hast. Es wird dir nicht nützen, ihr Senfstation. Okay, Leute. Die nächste Folge ist das Ende. Wir sehen uns. Ciao.